Hallo Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe mir gedacht, ich möchte für euch heute ein kleines Video aufnehmen für ein kleines Geschenk, ein kleines Dankeschön für all die fleißigen Helferlein, die uns gerade in der jetzigen Situation so sehr unterstützen. Vielleicht für eine Verkäuferin an der Kasse oder für die Arzthelferin bei eurem Arzt oder für die Krankenschwester, die euch betreut. Oder für irgendjemand, der euch die Post zum Beispiel, für die Postbotin, die euch die Post bringt oder die euch... Ja, die uns einfach versorgen in der jetzigen Krisenzeit. Und da habe ich mir gedacht, könnte man diese wundervollen kleinen Boxen verschenken und jedem einfach ein kleines bisschen Entspannung schenken mit so einer tollen Badekugel. Die passen hier super in die Boxen rein. Und wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann schaut euch einfach dieses Video an, weil da könnt ihr sehen, wie man die Boxen bastelt. Die sehen also so aus. Und ich glaube, darüber freut sich jeder, der so ein kleines Geschenk und eine kleine Anerkennung von uns bekommt. Also wenn ihr Lust habt, macht bitte gerne mit und ich freue mich darauf, wenn ihr teilnehmt und ein kleines Dankeschön und ein kleines Lächeln verteilt an all die fleißigen Helferlein um uns herum. Es ist natürlich schon ein bisschen ein Frauengeschenk, muss ich sagen. Deswegen, wenn ihr für einen Mann was anderes einpacken könnt und es ein bisschen anders männlicher gestalten könnt, dann geht es natürlich auch in so einer schönen Box. Also macht gerne mit, ich würde mich freuen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine ganz, ganz tolle Box zeigen, wie man die bastelt. Ich zeige euch die jetzt einmal hier. Ich zeige euch erstmal diese hier. Und zwar ist die jetzt ein bisschen Ton in Ton gearbeitet mit den Designerpapieren. Das ist also eine Box mit dem Dankeschild dran. Man könnte natürlich auch für dich drauf stempeln oder so. Und wenn man den Deckel abnimmt, verbirgt sich darin ein kleines Schild von mir. Darin ist jetzt eine Badekugel mit Herz. Und ich habe mir gedacht, ich passe die Box genau für diese Größe an. Ich habe da noch so ein kleines Schild drüber gemacht. Danke für deine Hilfe. Und Deckel wieder drauf. Und die zweite Box ist auch mit Herz. Genau, das gibt es auch mit so Blüten. Getrockneten Blüten auch noch drin. Also da gibt es verschiedene Varianten von diesen Badekugeln. Und ich habe mir einfach gedacht, das ist ein schönes kleines Geschenk, hübsch verpackt als kleines Dankeschön für jemanden, der einem was Gutes getan hat und der auch mal vielleicht was Gutes braucht und sich einfach gemütlich in die Badewanne legen muss und ein bisschen entspannen möchte. Und dazu noch eine schöne Karte oder eine Flasche Sekt oder was auch immer und man hat ein süßes kleines Dankeschön. Und genau, ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich die Box gemacht habe. Ihr seht, hier ist noch ein anderes Designerpapier. Also im Prinzip das gleiche, aber von der Farbe hier einfach ein bisschen unterschiedlich. Und wir machen heute nochmal eine andere Version. Genau, und wir legen jetzt einfach los und ich zeige euch, wie diese Box funktioniert. Als allererstes zeige ich euch mal wieder die Materialien, die ihr braucht. Also ihr braucht einmal die Farbkarton Kirschblüte, einmal Farbkarton Schwarz, einmal Farbkarton Pergament, einmal Farbkarton Flüsterweiß normale Stärke, einmal Farbkarton in Himbeerrot und einmal Farbkarton in Flüsterweiß extra stark. Und dann braucht ihr noch ein Designerpapier und ich nehme jetzt für heute und für alle Boxen, die ich gemacht habe, dieses wunderschöne Designerpapier Mondblütenzauber. Das finde ich einfach total schön. Und jetzt zeige ich euch, was ihr da für Abschnitte braucht. Und zwar werde ich so machen, ich habe die Grundbox in Himbeerrot gemacht und habe hierfür ein Stück 21 cm x 21 cm. Das falten wir uns gleich zusammen. Das Flüsterweiß extra stark Papier, das ist eben ein bisschen fester, nehme ich für den Deckel. Da braucht ihr ein Stück in 12,3 x 12,3 cm. Auch das schneiden und falten wir uns gleich zusammen. Dann habe ich hier viermal Designerpapier mit dem Maß 6,5 x 5 cm. Hier müsst ihr darauf achten, wenn ihr so wie ich einen Verlauf habt vom Designerpapier, dass ihr zum Beispiel wollt, dass die Blüten alle nach oben schauen. Wenn wir die nachher aufkleben, müsst ihr darauf schauen, dass die breite Seite 5 cm ist und die hohe 6,5. Wenn ihr natürlich ein Muster drauf habt und euch das egal ist, wie der Verlauf ist, dann ist es egal, welches die breite und welches die Höhe ist. Hohe Seite ist sozusagen. Also wenn ihr einen Musterverlauf habt, dann 5 cm Breite. Dann habe ich vier Stück Flüsterweiß, also das normale Flüsterweiß, in den Maßen 6,5 x 6,5 cm. Und einen Reststreifen, der ist 2 cm hoch und in der Länge kürzen wir uns den nachher einfach ein. Dann habe ich noch für die Dekoration, also für die Blüte hier oben, ein Reststück in Himbeerrot, ein Reststück in Kirschblüte, für die Mitte eben ein kleines Stück in Schwarz, das reicht uns völlig. Und für die Gestaltung hier im Hintergrund habe ich noch ein bisschen Pergamentpapier. Das liegt hier auch noch bereit.
Okay, und dann können wir schon mal starten. Also ich fange jetzt einfach mal an mit dem Deckel, weil wir müssen uns den Deckel auch noch zuschneiden. Und da schnappe ich mir jetzt als erstes mal meinen Papierschneider und schneide mir mein Papier zu auf 12,3 mal 12,3 cm. Okay, also ich lege mir das hier an bei 12,3 cm und schneide dann mit der schwarzen Klinge einmal durch. Drehe mir das Ganze einmal. Ich kann euch auch noch mal ein bisschen, Entschuldigung, jetzt habe ich gewackelt, ein bisschen näher hinnehmen. Und schneide noch mal bei 12,3 cm den zweiten Teil sozusagen. Und jetzt lasse ich das Papier gleich so liegen und möchte mir das an jeder Seite bei 2,5 cm falzen. Und da nutze ich wie gewohnt eigentlich diese Seite auf der rechten Seite hier. Da habt ihr ja auch nochmal die Zentimetermaße stehen. Da lege ich es mir jetzt an bei 2,5 cm und falze mir mit der hellen Klinge einmal die Linie gut nach. Drehe mir das Papier, lege es mir nochmal bei 2,5 cm an. Nochmal falzen. Hoppala. Nochmal drehen. Nochmal bei 2,5 cm. Und das Ganze noch einmal. Auch wieder bei 2,5 cm, sodass wir einfach einmal ringsrum das so gefalzt haben. Wenn ihr jetzt sagt, also das ist hier dieser Deckelrand, wenn euch der zu schmal ist und ihr gerne weiter runter gehen möchtet, könntet ihr euch das Papier auch von Anfang an einfach ein bisschen größer schneiden und dann eben, wenn ihr zum Beispiel 3 cm haben wollt, dann bei 3 cm falzen. Ich habe euch dazu auch schon mal eine Explosionsbox gezeigt mit diesen Maßen ungefähr. Ich verlinke euch das jetzt mal hier oben. Da habe ich euch auch genau erklärt, wie ihr euch das ausrechnen könnt mit den Boxen. Damit der Boxenboden und der Deckel und wie das alles funktioniert, das seht ihr in dem Video. Und jetzt nehme ich auch gleich mein himbeerrotes Stück und das falzen wir uns jetzt bei 7 und bei 14 cm. Dazu lege ich es wieder ein, also es sind ja beide Maße gleich bei 21 cm und falze mir jetzt einmal bei 7 cm und einmal bei 14 cm. Und dann drehe ich mir das Ganze und falze es mir nochmal bei 7 cm und nochmal bei 14 cm. Und jetzt haben wir unsere beiden Grundteile für unsere Box. Ja, besser kann man es erkennen. Ihr seht jetzt hier die Falzlinien. Wir haben jetzt hier 9 gleich große Teile und der Deckel hat hier einfach so einen Rahmen außenrum. Ich glaube, da sieht man die Falzlinien ganz schlecht. Aber ihr seht es gleich beim Zuschneiden, sehen wir es gleich besser. Okay, und soweit, so gut, können wir Papierschneider schon mal wieder weg. Und was ich jetzt als nächstes mache, ist, dass ich mir den Deckel erstmal noch stempel, bevor ich mit dem weiterarbeite. Dann mache ich mir jetzt einfach nur ein Schmierpapier für unten rein. Und ich arbeite jetzt mit dem Stempelset Painted Poppies, eins meiner Lieblinge. Und da gibt es 2 Kleckse, einmal den größeren und einmal den kleineren. Die nehme ich mir beide raus, die habe ich mir jetzt schon mal auf den Stempelblock gezogen. Und dann verwende ich noch die Farben Kirschblüte und Himbeerrot. Die Himbeerrot verwende ich für den größeren Klecks und die Kirschblüte für den kleineren Klecks. Und das stempel ich jetzt einfach relativ wild über meinen Deckel drüber. Ich schau mal, ich gehe noch ein bisschen weiter raus, dass ihr das noch ein bisschen besser seht. So. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich einmal den ersten Stempelabdruck nehme und dann auch mit dem zweiten gleich nochmal mir den ein bisschen drehe, den Stempel, und dann auch mit dem zweiten, dass ich mal einen dunkleren Klecks habe und mal einen helleren Klecks. Dann wieder den dunklen, also nochmal komplett eintauchen, ohne abstempeln. Machen wir jetzt mal so weiter da außen hin. Und mit dem hellen einfach nochmal so Klecks ein bisschen heller drüber. Und wenn ihr das nicht wollt und nur die hellen, dann stempelt euch das einfach auf dem anderen Papier ein bisschen ab. Und ganz ein bisschen verteile ich auch noch so ein paar Restkleckse außenrum. Also das muss jetzt nicht irgendwie perfekt sein oder so. Und dann nehme ich mir noch die helle Farbe, die Kirschblüte, und kleckse mir hier nochmal ein paar Mal, ohne abzustempeln, einfach immer mit voller Farbe, wobei mein Stempelkissen schon ein bisschen leer ist, hier nochmal so quer drüber. Diese 4 Ecken am Rand, die werdet ihr nachher eh nicht mehr sehen, die verschwinden, aber so, dass halt, ja, dass ihr einfach das Gefühl habt, ihr habt es schön getroffen und überall ist ein bisschen was dran. Es kommt ja nachher noch Deko drüber, also es muss nicht zu viel sein. Das macht ihr einfach so, wie es euch gefällt. Und wenn wir schon am Stempeln sind, dann stempeln wir auch gleich weiter.
Und zwar nehme ich noch ein bisschen Memento-Farbe, also schwarze Stempelfarbe und meinen Spruch. Und zwar ist das nochmal Danke. Und den habe ich aus dem Stempelset Magnoliengruß. Das ist ja so ein doppeltes Stempelset. Das ist jetzt eben nur ein Teil davon. Aber hier hättet ihr das für dich und das Danke drauf. Und ich finde es einfach total schön von der Schrift her. Und deswegen habe ich mich für das entschieden. Und ich nehme jetzt nochmal das Danke und meinen Reststreifen Flüsterweiß, der so 2 cm hat. Der passt jetzt da ganz gut. Ich hoffe, dass ich das jetzt schön mittig treffe. Mal gucken. Einmal Farbe aufnehmen und dann vom Abstand mal gucken, ob es überhaupt gerade ist. Naja, also ich würde das nochmal versuchen und gehe auch ganz kurz über das. Ich muss ganz kurz meinen Kopf reinstrecken. Glaube ich. Ich gucke mal, ob ich es ohne schaffe. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht direkt drüber schauen kann. Aber so ist es ganz okay. Und ihr seht, ich habe jetzt hier noch einen kleinen Rand. Und die andere Seite schneide ich mir jetzt einfach so zu. Das ist eigentlich so Pi mal Daumen. Das kürzen wir uns dann nachher einfach so zu, wie wir es brauchen. Aber dann haben wir unser Schildchen schon mal fertig und haben auch schon mal alles gestempelt für dieses Projekt. Ich räume mal ein bisschen auf und wir sehen uns gleich wieder. So, als nächstes machen wir einfach gleich mit dem Deckel weiter. Und zwar nehme ich mir jetzt den Deckel und schneide mir hier bei den Falzlinien einmal direkt an der Falzlinie entlang hoch. Und zwar bis zur ersten Überkreuzung der Falzlinien. Seht ihr das? Hier ist meine Falzlinie und ich habe genau bis zu dieser Überkreuzung geschnitten. Da schneide ich mir jetzt so ein kleines Dreieck raus. Und dann schräge ich mir noch diese Seite hier einfach noch so ein bisschen ab. So sieht das Ganze dann aus. Dann drehe ich mir das Ganze und mache das einfach genauso noch einmal. Wieder bis zur Falzlinienüberkreuzung schneiden, kleine Ecke raus und oben abschrägen. Nochmal einmal drehen und auch hier einfach den Deckel so zuschneiden. Und dann noch einmal wieder bis zur Falzlinienüberkreuzung und oben abschrägen. Dann haben wir lauter kleine Schnipsel und das Ganze sieht dann so aus. Das sind sozusagen unsere Klebelaschen, die wir dann nachher unten reinkleben. Und dann nehme ich mir mein großes Papier, also meine Box. Und was ich jetzt hier mache, ist eigentlich, dass ich mir das zuerst falze. Und zwar knicke ich mir jetzt einfach alle Falzlinien nach. Ich glaube, dann seht ihr es ja auch ein bisschen besser. Nehme mir den Papierfalzer. Da ist schon die Zahl ein bisschen schlecht zu sehen. Die Bestellnummer, aber in der Infobox werden auch nochmal alle Bestellnummern, falls ihr mal eine braucht. Knick mir die einfach so nach und was ich jetzt gar nicht gesagt habe, ist, dass diese Bergfalz, also dieser kleine Hügel, der kommt nach innen. Ihr habt immer eine Rille, die geht so nach unten. Auf dem weißen Papier wird man es fast nicht erkennen. Ach, hier sieht man es ganz gut. Die geht nach unten, das ist quasi die äußere Schicht und dieser Berg, der so leicht nach oben geht, der kommt immer innen rein. So können wir uns auch gleich den Deckel einmal nachfalzen. Wenn ihr das jetzt auch schon gestempelt habt, dann könnt ihr natürlich auch sehen, die weiße Fläche liegt jetzt nach oben und das andere knicke ich mir rein, dann wisst ihr, wie die Falz richtig gehört, dass diese Bergfalz immer innen rein gehört. Jetzt sind alle nachgeknickt und schon mal in Form sozusagen. Jetzt nehme ich mir meine Box und schneide mir die noch ein bisschen zu. Ich möchte nämlich so einschneiden, dass ich nachher die Box gut zusammenkleben kann. Und da mache ich so, dass ich mir einfach hier bei diesem rechten unteren Teil schneide ich mir jetzt bis zur Falzlinienüberkreuzung wieder diesen unteren Bereich ein und habe dann hier so ein und schneide mir hier diese Falzlinie quasi raus. Das ist so ein kleiner dünner Streifen, den ich mir rausschneide. So mache ich es auch auf der anderen Seite. Also ich schneide einmal ein bisschen rechts von dieser Falzlinie. Und einmal ein bisschen links von der Falzlinie. Ich zeige es euch gleich nach. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist so ein ganz dünner Streifen, der da eigentlich rausgeschnitten wird. Kann man sich oben kürzen oder ja, rausreißen. Im Prinzip auch. Und das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch. Also so habe ich es jetzt oben und mache es unten auch nochmal. Wieder einfach nur diese Falzlinie rausschneiden. Einmal rechts von der Falzlinie zur Falzlinienüberkreuzung und einmal links davon.
Ich reiße das ehrlich gesagt immer raus. Ich weiß nicht, ob das viel ausmacht. Okay, und jetzt nehme ich mir eine Seite. Es ist jetzt egal, welche Seite, wo ich beschließe, dass das die Vorderseite ist und die andere Seite ist die Rückseite. Und zwar, ich nehme jetzt das hier als Vorderseite. Vorderseite heißt, wenn ich nachher die Box zusammenklebe, habe ich hier diese schöne Kante. Und das ist mein vorderer Teil und dieses andere Teil kommt innen rein. Also so klebe ich mir das gleich zusammen. Dann habe ich hinten so eine kleine, man sieht da diesen Knick und vorne habe ich diese schöne Umrandung. Und so lege ich mir das jetzt eigentlich hin und schneide mir jetzt hier auf meiner Rückseite sozusagen da oben ganz, ganz leicht, also wirklich nur minimal. Das so ein ganz kleines bisschen ab. Ich kürze das wirklich so um einen Millimeter. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Schneidebrett machen. Ihr seht, das ist wirklich nur so ein ganz, ganz dünnes Reststück, das ich hier weggeschnitten habe. Und ich finde, wenn man das macht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch auch so geht. Ich nehme jetzt dieses Mittelteil in die Mitte. Hier ist mein Vorderteil und diese Teile kommen in die Mitte. Und durch das, dass ich mir das abgeschnitten habe, wenn ich mir das nachher zusammenklebe, habe ich hier oben keinen Rand, der rausschaut. Ich weiß nicht warum, aber das ist meine Erklärung dafür, dass ich mir die ein bisschen gekürzt habe und die klebe ich innen rein und dann sieht man hier keinen Überstand. Wenn ihr das nicht macht, oder mir ist es so gegangen, wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich hier manchmal so eine Erhöhung gehabt, dass man ein bisschen gesehen hat, okay, da ist was nicht ganz perfekt zusammengeklebt. Man muss es nicht unbedingt machen, aber man kann und jetzt habe ich gedacht, ich zeige es euch mal, wie ich das mache und ihr könnt dann schauen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Und dann nehme ich mir gleich mal meinen Flüssigkleber und bringe mir jetzt zuerst mal Kleber auf. Und zwar lege ich es mir auch genauso an, wie ich es, lege es mir genauso hin, wie ich es gerade eben ausgeschnitten habe und fange jetzt einfach mal an, mir die Außenseite zuerst aufzukleben. Das heißt, ich klappe jetzt meine mittlere Klappe hier nach innen, bringe hier einfach ein bisschen Flüssigkleber auf. Achtung, da braucht man gar nicht viel nehmen, vor allem nicht am Rand, sonst kleckert es. So. Lass es hochstehen und klappe mir noch die andere Lasche so ein und bringe hier auch noch ein bisschen Flüssigkleber auf. Jetzt steht das eben beides hoch und jetzt klappe ich mir zuerst meine Vorderseite so von außen dagegen. Die klebe ich jetzt so an. Und zwar auf beiden Seiten. Wenn ihr wollt, könntet ihr auch auf dem mittleren Teil oben noch ein kleines bisschen abschneiden, weil da sieht man auch minimal manchmal solche Ränder. Das kann man jetzt immer noch machen. Aber bei dem letzten, wenn man das letzte dann anklebt, dann kann man es nicht mehr nachschneiden. Deswegen schneide ich das beim letzten immer vorher weg. Weil hier wird es dann schon ein bisschen schwierig, finde ich, wie man die Schere hält und so. Also. Aber beim zweiten kann man es immer noch wegschneiden. Aber ihr könnt es auch im Vorherfeld machen, dass ihr einfach so einen ganz dünnen Streifen da wegschneidet. So, der klebt jetzt an meiner Schere. Okay, und jetzt ist das eben, wie gesagt, meine vordere Seite, meine schöne, gerundete, abgerundete Seite. Und jetzt müssen wir diesen Teil noch innen reinkleben, dass die Box dann geschlossen ist. Dazu lege ich es mir wieder so hin, klappe es mir wieder einmal um, bringe mir hier nochmal den Flüssigkleber auf, lasse es wieder so aufstellen, klicke es mir nochmal um und mache hier nochmal den Flüssigkleber drauf. Und jetzt klebe ich das hier innen rein. Ihr könnt es dann auch ein bisschen hinlegen und dann nochmal nachstreichen mit den Fingern, dass die Seiten wirklich gut aufeinander kleben. Und somit hat man auch eine ziemlich stabile Box. Also diese Badekugel, die nehme ich mir jetzt hier mal raus. Die ist ja doch ein bisschen schwerer. Ich nehme die andere. Also die hat ja schon ein bisschen, ein paar Gramm hat die. Und die ist ein bisschen schwerer und deswegen ist es auch ganz toll, wenn man da so eine stabile Box hat. So, und so ist meine stabile Box fertig und ich weiß, hier die schönen abgerundeten Kanten sind meine Vorderseite. Kann man darauf achten, man muss es nicht, aber ich sag's euch mal so. Und jetzt kleben wir uns auch gleich den Deckel zusammen.
Da mache ich es wieder so, dass ich mir die bestempelte Fläche nach oben lege. Ich zoome euch jetzt auch noch ein bisschen hin und ich mache mir jetzt einfach auf diese Öhrchen überall ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und auch hier wieder drauf schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber dass gerade am Rand nicht zu viel Flüssigkleber dran ist. Es muss erst gar nicht viel sein und dass man halt nichts rausbarzelt dann nachher. So. Perfekt. Also jetzt habe ich auf allen vier Flächen den Flüssigkleber. Fange einfach an einer Seite an, knick mir das nach innen und klebe mir das hier schön fest. Dann nehme ich die nächste Seite wieder nach innen. Hoffentlich war ich jetzt im Bild, wenn nicht, zeige ich es euch nochmal gleich. Die nächste Seite nehmen, wieder nach innen klappen. Lasche drüber und bei der letzten muss man noch kurz das Papier ein bisschen auseinanderbiegen vielleicht. Aber so gelingt einem das auch super. Und schon haben wir einen super Deckel. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob er auf die Box passt. Hey, perfekt. Sitzt fast, wackelt und hat Luft. Ein bisschen Luft braucht er auch, weil wir haben ja hier noch ein bisschen Deko, wo drauf kommt. Und die machen wir jetzt gleich als nächstes. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach mein Flüsterweiß und mein Designerpapier. Und zwar lege ich mir das jetzt erstmal so ein bisschen hin. Meine vier Teile Flüsterweiß 6,5 x 6,5 cm sind es. Und eben mein Designerpapier mit 6,5 x 5 cm. Und da mache ich mir jetzt einfach überall auf die Rückseite Flüssigkleber und klebe mir das Ganze dann hier auf meine Karten drauf. Und auch hier gilt zum Beachten eigentlich nur, dass wir hier keinen... Also wir haben ja hier, die Karten sind genauso hoch wie unser Designerpapier. Wir haben jetzt hier nicht 5 mal 5 cm zum Beispiel als Auflage, sondern wir haben hier einen kleinen Rand rechts und links. Und mit Flüssigkleber könnt ihr immer gucken, dass ihr euch den schön hinruckelt und dann habt ihr solche Karten am Ende, die dann hier den Rand rechts und links haben weiß und nicht oben und unten auch. Wenn euch das jetzt nicht gefällt, könntet ihr euch die Karten natürlich auch ein bisschen kleiner schneiden. Ich weiß schon gar nicht mehr das Maß. Wenn ihr dann 6x6 cm zum Beispiel macht oder 5x5 cm, dann könnt ihr da auch einen weißen Rand außenrum machen. Aber ich fand das jetzt so mal ganz schön als Alternative. Und ich klebe mir das jetzt einfach drauf, gehe nochmal ein bisschen raus mit dem Bild und ihr könnt mir da einfach mit Musik über die Schulter schauen. Bis gleich. Ach, was ich noch gleich mache, ist, dass ich mir jetzt hier hinten nochmal Flüssigkleber aufbringe und mir das dann hier auf die Boxen schön draufklebe. Das seht ihr dann gleich noch, aber das mache ich gleich auch in diesem Schritt mit. So, beim Aufkleben auf die Box müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass der Verlauf, wenn ihr ein Muster habt, immer natürlich nach oben geht. Nicht, dass einmal die Blumen auf dem Kopf stehen, das wäre ein bisschen ungünstig. Und ansonsten ist es hier so, dass ihr einfach hier einen kleinen, leichten, lilanen Rahmen außenrum habt, so wie ihr das hier seht. Und was ich immer mache, ich lege mir das dann einmal so, mit der Seite, die ich gerade aufgeklebt habe, lege ich mir das einmal so hin und streiche mir das nochmal schön platt, dass überall schön Kleber ist. Ihr könnt es auch mit dem Falzbein nachfalzen und so. Habt ihr dann schon mal eine wunderschöne, coole Box, finde ich. Ich finde dieses Designerpapier toll und die Farbkombination unheimlich schön. Mir gefällt es richtig gut. Wenn ihr möchtet, könntet ihr die Box auch schon so lassen. Aber wir werden jetzt natürlich noch ein bisschen dekorieren. Und dafür hole ich mir jetzt erstmal die Big Shot ins Bild. Und ich arbeite jetzt mit den Stanzformen Mondblüten. Das wäre die Bestellnummer dazu. Und ihr habt hier ganz, ganz viele wundervolle Stanzformen. Ich habe mir jetzt ausgesucht die größte Blüte und dieses größte Blüteninnenteil sozusagen und diese kleine schwarze Blütenmitte hier. Die große Blüte mache ich eben in Himbeerrot, diese äußere Blüte mache ich in Kirschblüte und den kleinen Mittelpunkt in Schwarz. Und was ich hier auf der Box gemacht habe, ist in Pergamentpapier noch ein bisschen was außenrum dekoriert. Dafür habe ich zwei Stanzen benutzt. Wenn ihr jetzt die Stanzen nicht hättet, aber dieses Stanzset, dann wären in diesen Stanzformen auch ganz tolle Blüten oder beziehungsweise Blätter dabei. Die kann man sich auch ein bisschen zuschneiden und die könntet ihr auch als Dekoration nehmen und euch die anstatt diesem Pergamentpapier nehmen. Nur als kleinen Tipp, falls ihr jetzt eben nur mit den Stanzformen arbeiten wollt, geht das natürlich auch. Und dann kurbel ich mir das einfach einmal durch. Ich mache jetzt bei mir hier nach vorne und nach hinten, weil ich einfach nicht genug Platz habe. Und
habe jetzt hier schon mal ganz toll meine Stanzteile ausgestanzt. Also einmal dieses Blütenmittelteil, die Grundblüte an sich und eben noch diese Außenrumblüte, sage ich. Da löst man sich einfach diese Blätter hier ganz super raus und entweder es löst sich von alleine oder ihr nehmt einfach so eine kleine Nadel und löst euch diese Form noch raus aus dem Papier. Ja, und wir können jetzt eigentlich schon fast fertig ans Dekorieren gehen. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich mir einmal den Blätterzweig ausgestanzt habe. Der hat diese Bestellnummer. Das ist eine ganz tolle Blätterstanze. Mit Pergament habe ich mir das ausgestanzt. Und dann stanze ich mir noch den Zierzweig aus. Der hat diese Bestellnummer. Und zwar den brauche ich jetzt zweimal und den Blätterzweig habe ich mir nur einmal ausgestanzt. Auch aus Pergamentpapier. Und das Einzige, was ich jetzt hier noch gemacht habe bei dem Blätterzweig, ist einfach mit meinem, wo ist mein Papierfalter? Das war wieder verschwunden. Da ist er. Einfach mir so ein bisschen so Linien nachgezogen habe und die dann so ein kleines bisschen nach oben gibt. Oh, ich hoffe, ihr habt das gesehen. Also nur mit dem Papierfalter hier so Linien nachgezogen und dann so ein bisschen nach oben geknickt, dann habt ihr noch ein bisschen so mehr Form in diesem Blatt. Und die zwei anderen Zweige, die können einfach so bleiben. Und jetzt bauen wir uns unsere ganze Box schon mal zusammen. Das heißt, oder die Dekoration der Box. Ich nehme jetzt Flüssigkleber und klebe mir zuerst mal meine Blüte an. Und das mache ich eigentlich nur mit Flüssigkleber hier in der Mitte. Also diese äußeren Bereiche, die lasse ich einfach, weil ich finde das auch ganz schön, wenn das ein bisschen absteht. Und jetzt orientiere ich mich so ein bisschen an diesem, also hier sieht man es, finde ich, besser an dieser kleineren Ausbuchtung. Hier ist es so die einzige Stelle, hier ist so eine kleine Hügel und an dem orientiere ich mich so ein bisschen und lege mir hier die Blüte so drauf. Und gerade mit dem Flüssigkleber habt ihr natürlich super die Möglichkeit, das noch ein bisschen zu ruckeln und könnt euch die wunderschön da drauf kleben. Und jetzt könnt ihr die auch so ein bisschen noch biegen, dass sie nicht so ganz steif ist, also wenn ihr das noch nicht aufgeklebt habt, könntet ihr das vorher mit dem Falzbein machen oder wenn ihr es jetzt so wie ich schon aufgeklebt habt, einfach nur so ganz vorsichtig noch ein bisschen so nach oben und nach unten falten, dass es einfach noch so ein bisschen Dimension gibt. Wenn ihr jetzt von der Seite drauf schaut, seht ihr, dann ist es nicht mehr gerade und platt, sondern ist es einfach ein bisschen wellig. Das finde ich immer ganz schön. Und dann nehme ich mir nochmal einen Klecks Flüssigkleber, wieder nur ganz wenig und mache mir hier noch mein Blüteninnenteil auf meine Blüten drauf. So. Ja, und dann schnappe ich mir meinen Dankespruch und eine Schere und schneide mir hier noch ein Fähnchen. Das heißt, hier ist es ja gerade. Ich schneide mir jetzt ungefähr in der Mitte einfach einen Schnitt nach innen und schneide dann von außen, von meinen beiden äußeren Ecken zu diesem Schnitt hin. Und dann habe ich hier so ein kleines Fähnchen. Ganz einfach selber geschnitten. Und dann nehme ich mir noch den Papierfalter, jetzt brauche ich ihn doch, besser, und falze mir das Ganze. Und zwar mache ich das so, dass ich mir das einmal, wenn die Schrift oben liegt, einmal so nach unten falze. Und dann noch hier am Ende, wo dieses Fähnchen ist, noch so einen kleinen Schwung nach unten. Das ist hier so, seht ihr, dass das so eine richtige Abknickung macht. Und so werde ich mir das nachher unter die Blüte reinkleben. So hole ich mir mal meine Box. Und was ich jetzt noch mache und was ihr aus meinen ganzen Videos schon kennt, deswegen zeige ich es euch heute gar nicht genau. Ich nehme mir das Metallic Band in Silber, dieses Garn, dieses ganz dünne Garn, nehme mir das einfach zwischen Daumen und Zeigefinger und wickel mir das ein paar Mal um die Hände. Und dann klebe ich mir das einfach auf ein Stück, auf einen kleinen Mini-Glue-Dot. So sieht das Ganze aus, ich habe das schon vorbereitet, weil das brauchen wir jetzt auch noch. Und zwar nehme ich mir das jetzt mal ab. Also es klebt jetzt auf diesem Klebepunkt und dann klebe ich mir das hier so in den hinteren Bereich der Blüte rein. Und ich habe es mir dieses Mal ein bisschen öfter um die Finger gewickelt, weil ich möchte, dass das an mehreren Seiten so rausschaut. Seht ihr das? Und deswegen klebe ich mir hier jetzt auch nochmal schnell einen Klebepunkt auf. An diesem Bereich hier. So fixiere ich mir das einfach, dass es eben nur noch ein bisschen mehr rausschaut. Also nicht nur an einer Stelle, sondern so ein bisschen breiter gefächert ist. Das fand ich hier ganz schön. Und dann nehme ich mir einfach die Dimensionals, das sind Abstandsklebepads. Da klebe ich mir jetzt drei auf die Rückseite. Nehme diese Schutzfolie auf, ab, die dabei ist.
und klebe mir das jetzt auf die Box. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, dass ich ein bisschen schaue, wo ist meine schöne Knickfalte. Also hinten haben wir diese kleinen, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt seht in der Kamera, das ist so eine kleine Kante und vorne ist halt diese schöne Biegung. Das ist meine Vorderseite und so klebe ich mir jetzt das Ganze hier drauf. Und dann nehme ich noch mein Schild. Kann sein, dass ihr das noch ein bisschen kürzen müsst, bei mir geht es jetzt gerade ganz gut. Und klebe mir das hier so unten noch rein. Das mache ich jetzt einfach mit ein bisschen Flüssigkleber. Könnt ihr aber auch einen Mini-Glue-Dot nehmen, das wäre auch kein Problem. Ich gehe mir da einfach ein bisschen drunter und klebe mir das jetzt hier so schön über die Ecke. Ich fand es so schön, dass das da so einen Schwung nach unten macht. Das hat mir irgendwie total gut gefallen. Und dann nehme ich mir noch meine Zweige. Die klebe ich mir jetzt wieder auf die kleinen Klebepunkte. Zwei Zweige haben wir ja und einen Blätterzweig. Und da klebe ich mir eben eins hier unter die Blüte rein. Eins kommt hier oben drüber, so ein bisschen unter das silberne Garn. Und den Zweig, der kommt auch hier so nach oben. So, dass das einfach noch so ein bisschen rausschaut und noch ein bisschen Deko auf dem Deckel hat sozusagen. Ja, und unsere Box ist schon fast fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch benutze, ist, dass ich noch ein paar Glitzersteine aufbringe. Hoppala. Dann nehme ich mir jetzt die Strasssteine und die klebe ich jetzt noch auf. Und zwar nehme ich hier die ganz, ganz kleinen Strasssteine. Also ihr habt da drei verschiedene Größen. Ich nehme die kleinste, mache jetzt einen Strassstein hier oben auf dieses Blatt, einen Strassstein hier unten auf eins von diesen Zweigblättern und was ich noch ganz schön fand, ist einen hier auf mein Fähnchen. Und dann, seht ihr schon, sind die Boxen fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal alle drei Designs. Ich gehe jetzt mal nochmal ein bisschen raus. Ah, eine Sache habe ich noch gemacht. Und zwar nehme ich mir ein bisschen Wink of Stella. Das ist dieser Glitzerpinselstift. Und glitzer mir hier noch ein bisschen die Mitte ein. Und noch ein bisschen die Blätter hier außenrum. Das könnt ihr natürlich handhaben, so viel wie ihr wollt. Aber ich fand das total schön. Es ist ja irgendwie doch eine Mädchenbox. Und da darf schon ein bisschen glitzern auch. Also ihr seht vielleicht das in der Kamera. Ich zeige euch mal die trockene Version. Da sieht man es immer ein bisschen besser, wie schön das funkelt und glitzert. Seht ihr das? Oh, ist das toll. Schön, oder? Also wer weniger mag, kann es ein bisschen weniger machen und nur auf die Mitte machen. Das geht natürlich auch. Das macht ihr, wie es euch gefällt. Und so habt ihr eine wunderschöne Box, die wirklich Platz bietet für diese wundervollen Badekugeln. Und ich habe eben hier einfach noch einen Reststreifen genommen und da ein bisschen was draufgeschrieben. Als kleinen persönlichen Gruß. Und ja, jetzt zeige ich es euch einfach nochmal von der Seite. Ich finde, es macht sich total gut mit der Farbkombination. Und diese Dekoration finde ich einfach wunderschön, weil ich diese Blüten so toll finde. Hier ist die andere Version mit dem anderen Designerpapier nochmal. Auch sehr schön. Und das ist das Designerpapier, wo mir wirklich also sehr, sehr zusagt. Ich finde es so Ton in Ton noch fast einen Ticken schöner. Also mir gefallen die beide sehr, sehr gut. Ich kann mich eigentlich gar nicht richtig entscheiden, aber diese beiden Farbkombinationen finde ich noch ein bisschen schöner als diese hier. Hier hätte man vielleicht als Farbkombination die Blüte in Brombeermus machen können. Dann hätte es noch ein bisschen besser gepasst, aber das sind ja wirklich Kleinigkeiten. Also diese beiden finde ich schon ganz besonders schön. Ja, dann noch vielleicht ganz gut als Idee dazu. Wir haben in einem der letzten Teamgeist-Videos diese Karte, habe ich geschickt bekommen. Und die würde natürlich auch perfekt zu der Box harmonieren. Also falls ihr dann noch auf der Suche zur passenden Karte dazu seid, dann könntet ihr diese Karte dazu basteln. Vielleicht müsste der Spruch noch ein bisschen angepasst werden, dass es die gleiche Schrift ist oder halt der gleiche Stempel, die gleiche Art. Aber ansonsten würde das perfekt harmonieren und natürlich die Blüten sind jetzt nicht genau gleich vom Design. Das könnt ihr ja dann genau abstimmen. Aber als Idee dazu wäre das vielleicht eine ganz gute Kombination. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln. Zumindest wünsche ich euch das natürlich. Die Box ist nicht schwer. Ein bisschen zeitaufwendig ist es schon, weil man natürlich auch ein bisschen ein paar Zutaten dafür braucht, sage ich jetzt mal. Aber sie ist auf jeden Fall ein schönes Geschenk und mit einem kleinen Danke kann man das gerne an liebe Menschen schenken. Und an alle, die jetzt gerade so fleißig für uns da sind, zum Beispiel eine Arzthelferin oder ein Arzt, eine Krankenschwester, eine Verkäuferin in der Kasse. Ich glaube, jeder freut sich über das und vielleicht habt ihr da Lust drauf, ein paar zu verschenken und macht da gerne mit bei dieser Aktion, dass wir einfach ein paar Leuten ein paar kleine Dankeschöns schenken und ihnen vielleicht ein bisschen Freude damit bereiten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln.
Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und ihr werdet dann immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!